so nah an jetzt. Also ich kann mich doch nicht an dem vorbeischleichen. Ich könnte höchstens versuchen zu messern. Nicht treffe, das wäre schlecht. Ich bleibe erst noch mal ein bisschen hier oben. Viel zu viele Wege. Schön hier, dieser Rückzugsraum, aber ich auch nicht weiter. Dann nochmal nach oben. Gibt es da noch mehr? Also hier haben sie es sich gut gehen lassen. Ja, das haben die ja gesagt. Schön mit Wasserpfeife, ja. Metro 2034 kann man hier lesen. Was genau habe ich davon? Okay, aber der hat da seine Route, aber verduftet dann wieder. Okay. Vielleicht gibt es zwei Wege, oben und unten. Und ich habe jetzt mich mehr so für den oberen entschieden. Was ist das? Oh. Hat ordentlich Money. Kann ich die überhaupt noch einsammeln? Hat die mich jetzt gesehen oder nicht? Bin hier zumindest zu sehen. Nicht, was passiert, wenn ich das Licht da ausschalte, ob das so eine gute Idee ist. Das kann ich gar nicht ausschalten, das kann ich nur ausschießen wahrscheinlich. Boah, das überstrahlt total. Das hier hält.
Musik hat wieder aufgehört. Ich glaube, das war so gedacht, dass ich dann hier runterfalle. Oh, Molly. Zwei Mollys. Hä? Habe ich das jetzt nicht schon geöffnet gehabt? Also ich muss unten lang. Andererseits. Interessanterweise hat er nicht seine Kollegen gerufen, also die Nosales in Moskau. Die haben ja dann immer geheult und dann kam das ganze Rudel. Das war jetzt hier nicht der Fall. Interessant. Aber ich kann hier noch tiefer runterkrachen, oder? Ja. Hier noch tiefer runterkrachen. Zum Glück wird da immer nur einer angelockt und er kommt dann relativ langsam. Ich muss da noch tiefer. Habe ich natürlich auch nicht die Pfeilwaffe, mit der man lautlos die kaputt machen kann. Ne? Das ist natürlich so ein bisschen das Problem. Ich glaube, ich wage es mal. Gehe hier runter. Aber war das jetzt hier die Pilzfarm von dem? Von den beiden? Okay, jetzt ist da oben jemand. Kommt der runter? Schnüffelt auf jeden Fall ganz ordentlich. Aber komme ich jetzt da wieder hoch? Das weiß ich halt nicht. Irgendwie ja nicht so wirklich. Da kommt jetzt aber keiner raus erstmal. Der da. Nö, der hüpft wieder hoch. Eieieiei.
Das sieht natürlich fies aus mit dem Scheinwerferlicht hier. Der geht sofort wieder hoch. Meine Güte, bist du toll, Patrick. Musst du mal stehen bleiben. Das. Oder spawnen die da ewig? Ja, super, da spawnen immer wieder welche nach. Das ist ja lustig. Mein Messer haben. Ja, super. Und dann kommt da gleich der nächste raus. Es ist doch behindert. Was soll das denn? Ich habe den blödesten Spot, glaube ich, erwischt, den man sich nur vorstellen kann. Direkt an der Quelle. Blödesten Spot. Ich weiß nur leider nicht, wo ich hin muss. Ach, muss ich das Ding da aufmachen? Also, wenn ich hier einen kille, dann kommt von unten immer einer nach. Das heißt, man kann die nicht killen und sich dann schön hier bewegen. So, wie komme ich dadurch, ohne durchzukrachen? Indem ich renne, ne? Was habe ich jetzt geöffnet? Die Tür da? Anscheinend. Na, dann gucke ich mal weiter. Eieiei. Und dann war ich direkt neben dem Monster-Spawn gestanden. Das war leicht suboptimal. Eieiei. Aber ich muss ja sagen, das macht hier verdammt viel Spaß. Wo ist das Fenster? Das wird noch nicht alles gewesen sein. Ich kann auf der Map irgendwas angucken. Da muss ich hin. Wir sind wieder in unserem Element der Metro. Jetzt müssen wir zur Station am Leninplatz. Okay. Da
Gras ist ja schön und gut, aber... Alter, okay, die haben sich hier richtig verbarrikadiert. Aber ich weiß nicht, was hat ihnen denn dann den Garaus gemacht? Die Auseinandersetzungen zwischen Oscom und Aufständischen? Oder der Angriff der Mutanten? Oder beides? Oder ist halt einfach das grüne Zeug ausgegangen? Okay, man wird hier richtig zugeballert mit Ressourcen. Naja, dann wird's einen heftigen Arena-Fight gleich geben. Ich weiß nicht, ob ich da unbedingt schleichen muss. Das ist schon sehr viel, was man jetzt hier bekommt. Ach nee, ich muss mein Boot fahren. Moment. Boah, hier sieht man halt einfach mal nichts. Darüber. Im Prinzip ja, aber es nützt mir noch nichts. Sollte ich da die Lampe anmachen oder eher nicht? Nicht, ey. Artyom findet auch immer die kleinste Lücke, um irgendwie reinzufallen. So, ich kann jetzt hier... Vielleicht kann man die anmachen, aber ich mache die jetzt mal lieber nicht an. Da blubbert was im Wasser. Da doch reingefallen. Verdammt, ey. Nee, da komme ich nicht mehr hin. Ist ja auch nicht so wichtig hier. Ein bisschen Chemikalien hin oder her. Aber ich kann hier aussteigen. Das sollte ich vielleicht machen. Ja, ist gut. Hä, wo sind die hingegangen? Ach, da, durch das Loch. Na gut, die können ja natürlich von allen Seiten... Oh, oh, da ist was im Wasser. Davor haben die Angst. Was seid ihr, Verteile hier? Das spotzt. Die sieht man fast nicht. Igit.
Oh Mann. Ich will raus hier. Boah, das hat mir Schaden gemacht. War ja klar. Tot. Ich kann mir hier im Wasser auch nichts machen. Unangenehm. Überhaupt reingegangen. Oh, deshalb. Klonk. Und deshalb. Altes Tagebuch, 10. Dezember. Offenbar hat sich jetzt alles mehr oder weniger beruhigt. Es fühlt sich merkwürdig an. Das Leben ist vorbei. Die Welt liegt in Schutt und Asche. Im Funk gibt es nur noch Rauschen. Viel länger werden wir nicht mehr haben. Der Geigerzähler tönt wie eine Alarmsirene auf Steroiden. Das Militär kann seine Farce hingegen noch immer nicht aufgeben. Sie haben ein Komitee aufgestellt, ein Sonderkomitee, um genau zu sein. Wie offiziell. Die Zivilisten scheren sich nicht viel darum. Sie haben schon gejammert, als sie zur Sibirskaja verlegt wurden. Und als das Militär jegliche Immigration stoppte, zankten sie sich über die Plätze, die am weitesten von den Tunneln entfernt sind. Welchen Unterschied macht das schon? In einem Monat wird bestenfalls noch die Hälfte von uns leben. Ich fühle mich krank, wie viel Strahlung ich in den letzten Monaten wohl abbekommen habe. 15. Dezember. Der Stationsverwalter hat heute den Strahlenschutzstoff ausgegeben. Wie es scheint, wird das Zeug im Institut hergestellt. Ich dachte, es wäre nur ein Placebo, damit die Leute nicht in Panik verfallen, aber nein. Als ich es einnahm, fühlte ich mich direkt besser. Offenbar werden wir wohl etwas länger hier bleiben. Wie viele Jahre sind bereits verstrichen, mein ganzes Leben? Gab es in diesem Leben irgendwas Bemerkenswertes? Ich habe es vollständig hier im Untergrund vergeudet. Naja, ich habe mich zum Depot begeben, aber nur wegen der Arbeit. Es könnte Schlimmeres geben, wenn man an das grüne Zeug kommen möchte. Also ging ich, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Wer interessiert sich schon für Alltägliches? Hier unten kann man nicht einmal die Jahre auseinanderhalten. 2. Januar. Gestern musste ich einfach gehen und diese Scheiße aufschreiben, da wir gerade vom Pech reden. Wo kommen bloß all diese Würmer her? Es ist doch Winter. Ich habe den ganzen Tag damit verbracht, den Tunnel zu reinigen. Im Technikflur hat sich der Schleim durch alle Bretter gefressen. Woraus sollen wir denn ab jetzt unsere Stege bauen, verdammt nochmal? Immerhin hat es die Pilze nicht erwischt. Eine Hungersnot können wir nun wirklich nicht gebrauchen. Ach, deswegen kracht das alles ein? Der Schleim... Das kommt nochmal von anderen Tierchen. Unsere Jungs sind von der Oberfläche zurück. 2 von 5. Und das Gespenst. Verlieren alle kein Wort darüber. Das Gespenst. Mit ein paar Drinks konnte ich aber ihre Zunge lockern. Das Lager mit dem grünen Zeug im Akademgorodok ist jetzt leer. Deshalb müssen sie die Rationen kürzen. Ein Glück, dass ich mir einen kleinen Vorrat angelegt habe. Aber wenn der zur Neige geht? Andererseits, wen kümmert dieses Leben schon? 15. Februar. Ich hab's doch gewusst, sie haben die ausgegebene Menge um die Hälfte gekürzt. Ich kann überleben. Aber was ist mit den Leuten, die Familie haben? 15. März. Und noch eine Kürzung um die Hälfte. Nur eine Ampulle. Damit kommt man hier gerade mal eine Woche lang aus. Eine Woche später fängt man dann an, seine Organe auszukotzen. 2 Wochen danach kann man sich schon mal nach einem Sarg umsehen. Obwohl Särge inzwischen natürlich der Vergangenheit angehören. Heutzutage kann man von Glück reden, wenn man nicht an die Schweine verfüttert wird, sobald man abgekratzt ist. 10. April, ich habe Kolja meine letzten 5 Ampullen gegeben. Seine Tochter hat bereits Hautausschlag. Damit sollte es ihr eine Weile besser gehen. Ich habe keine Lust mehr, mir in den Hintern in diesem Loch platt zu sitzen. Den anderen geht es genauso. Wir gönnen uns jetzt etwas Spaß und schwärmen aus, solange wir noch können. Endzeitstimmung. Aber so richtig.
Naja, haben wir ein bisschen Hintergrundstory.